An alle Mieter, meine Cousine, ihre Vermieterin hat diese Woche Urlaub, also bin ich zuständig. Die gleichen Regeln gelten. Keine Haustiere, keine Partys. Gruß, Edeltraud Berg. Edeltraud Berg, die klingt ja schrecklich. Schlimmer als die Tarantel. Wenn das möglich ist. Glaubst du, sie wird sagen, keine Das darf sie Regale? nicht. Es wird fantastisch aussehen. Regal-Symbol. Klar lackiertes Buchen von mir. Mit sechs Rollen. Und Fernsehtisch. Also. Wo fangen wir an? Ach, Anna, ganz einfach. Regel Nummer eins. Man muss immer erst die Anleitung lesen. Das dauert sicher nur eine Woche. Trinken wir erst etwas? Ja, gut. Milch, Anna? Schuldschein Nick? Es ist keine Milch da, Mineralwasser? Ja, in Ordnung. Schuldschein Nick? Schuldschein Nick? Schuldschein Nick? Eine Frechheit ist das. Aha, willst du eine Cola? Ah, danke, Sascha. Die habe ich gerade gesucht. Nick! Tut mir leid. Schreib die mit auf die Liste oder sag deinem Mitbewohner, er soll dir was zum Essen kaufen. Hä? Erkennst du hier irgendjemand? Nee. Du hast nicht gewusst, dass Sam reich ist? Nee. Sam? Bist du das? Ja, mit meinen Eltern. Psst, verstanden? Okay. Don't tell the girls. Wir beide sprechen uns noch. Hey, was sind das für Kartons, Anna? Das ist unser neues Regal, Sam. Ach. Ich helfe dir beim Aufbauen. Wo ist die Anleitung? Mensch, Sam! Regel Nummer eins: Niemals die Anleitung lesen. Hey, ihr habt auch so einen Zettel von unserer neuen Vermieterin. Edeltraud Berg. Die Cousine, der Tarantel. Klingt gruselig. Wie sollen wir sie nennen? Den Skorpion? Die Kröte. Das Rhinoceros. Miete. Oder ich greife an. Wer ist da? Hier ist Nick aus Wohnung B. Sie wollen mit Wohnung A sprechen? Ja, aber das ist. Hallo, hier ist Wohnung A. Nee, ich bin Nick aus Wohnung B. Ja, ich weiß, das ist nicht meine Wohnung. Tut mir leid. Gut. Sofort. Nun? Das war das Rhinoceros. Ich soll runterkommen. Und zwar sofort. Oh, Nick. Bad luck, man. Oh je. Frag sie doch, ob sie Milch hat. Oder Brot oder Kekse. Gut, also Karton A öffnen und Regalbrett Nummer 1 herausnehmen. Welcher ist Karton A? Ich habe Karton C. Und das hier ist Karton D. Aha, gefunden. Regalbrett Nummer 1. Das ist Brett Nummer 2. Ich habe Regalbrett Nummer 1. Nein, das hier ist Brett Nummer 1. Es ist ein Albtraum. Okay, Anna, lies die Anleitung vor. Regalbrett Nummer 1 an die Wand stellen. Sam, so fallen die Bücher doch runter. Und? Wie war das Rhinoceros? Ach, na ja, es ging so. Und das Regalbrett oben drauf?
Sascha. Bist du es so, Sam? Ja. Hast du in deinem Leben schon mal ein Regal aufgebaut? Oh, ja. Yeah. Oder machen das die Dienstboten für dich? Oh. Nein, so geht das nicht. Schon gut. Ich mach es. Nein, nein, nein. Nick macht das schon. Tada! Gut gemacht, Nick. Wow. Das war gar nichts. Und? Wo gehört dieses Stück hin? Ah. So. Hi, ich bin Edeltraud Berg. Die neue Vermieterin. I'm building some new shelves. Why are you laughing? Sabine, Sams Familie, die Familie Scoss, ist die viertreichste Familie in Amerika. Nicht zu fassen. Ich glaube, Nick hat es die ganze Zeit gewusst. Hast nicht gewusst, dass Sam reich ist? Nee. Er war wieder hier. Schuldschein Nick? Er hat sich die Milch, das Wasser, das Brot und die Kekse geliehen. Eine Frechheit ist das. Unsere Vermieterin, die Tarantel, ist im Urlaub. Deshalb ist ihre Cousine jetzt hier. Oh, sehr streng. Keine Haustiere und keine Partys. Die Cousine der Tarantel klingt gruselig. Doch dann bin ich zu ihr nach unten gegangen. Wow. Und Joe? Wow. Ai, ai, ai. Mom, has Dad ever put a shelf up? Never? I thought so. Hallo, ich bin Sascha. Und das ist Anna. Und das ist Sam aus Amerika. Hallöchen, Sam. Hi. Sam wohnt nebenan mit Nick. Ach ja, Nick. Den kenne ich ja schon. Stimmt doch, oder? Ja, stimmt. Wir müssen über die Miete sprechen. In deiner Wohnung. Oh, super. Den Abstand zwischen zwei Regalbrettenmessen. Okay. Okay. Halt mal bitte. Ja. Okay. So sollte es gehen. Na, bitte. Sam, meinst du, das ist richtig so? Das ist zu nah aneinander. Sam. Massa? Die fünf reichsten Familien in Amerika. Die Familie Scott. Oh. Da bist du, Sam. Bitte sage nichts zu Anna. Warum? Weil Sascha... Ja? Weil... Ich bin in Anna verliebt. Ding Dong! Und? Wo willst du hin? Du siehst ja aus wie John Travolta. Wow. Er geht mit mir aus. Woo. Nick, Schätzchen, du siehst ja spitze aus. Es ist schon das dritte Mal diese Woche. Das vierte. Wir waren im Theater, im Kino, beim Abendessen,
Und gestern Abend beim Salsa-Tanzen. Ich bin die Salsa-Königin! Was macht ihr denn heute Abend? Heute gibt's Karaoke. Oh, und ich bin die Karaoke-Königin! Komm, Schatz, wir gehen. Tschüss, Kinderchen. Tschüss. Ich bin die Karaoke-Königin. Bestimmt wie eine Kröte. Also, Sam, wo waren wir? Okay, Anna. Ich glaub, jetzt geht's. Gehört? Kann ich euch mal sprechen? Regel Nummer 2. Keine Unterwäsche auf der Heizung. Ich räume sie schon weg. Nur damit wir uns verstehen. Keine Partys. Und keine Besucher. Und vor allem keine Jungs. Und vor allem keine Jungs von nebenan. Und vor allem nicht Nick. Der gehört mir. Alles klar? Ja, alles klar. Bis demnächst. Übrigens, das Regal ist nicht gerade. Für wen hält sich die eigentlich? Für die Cousine der Vermieterin. Danke, Anna. Aber kein Sam, kein Nick. Eine Frechheit ist das. Hi. Hi. Woo. Na, wie geht es Edeltraut? Problems? Naja, sie ist ganz nett. Aber? Sie ist echt zu viel. Wie meinst du? Schau mal. Das hier, das hier, das hier, das und das. Oh. Hey, und eine Energie hat die Frau. Ich bin total fertig. Hallo? Oh nein! Nick, bist du da? Ich kann nicht! Sam, werd sie irgendwie los, bitte! Sie loswerden? Wie? Sag irgendwas. Nickilein! Ja, was soll ich sagen? Sag ihr, dass es mir nicht gut geht. Sag ihr, ich habe einen Igel gefressen oder dass ich zum Mond gefahren bin. Komm, lass uns tanzen gehen. Oh, na mach schon, Sam. Okay, alright, okay, gut, gut. Hi. Du bist nicht Nick? Nein. Nicks Igel ist zum Mond gefahren. Wie bitte? Sorry. Nicks Igel geht es nicht gut. Nick ist traurig. So, dann muss er tanzen kommen. Das macht fröhlich. Er kann nicht tanzen. Warum? Nicks
ist auf den Edel getreten. Ohne Schuhe. Tut sehr weh. Geht? Wie eklig. Ja, also kann er nicht tanzen. Das ist aber schade. Naja, macht nichts. Ja, tut mir leid. Tschüss. Dann musst du eben mitkommen. Wie bitte? Na los, gehen wir tanzen. I'm exhausted. No, it was not the shelf building. It was the dancing. Ja, Sam baut noch immer das Regal auf. Ich weiß nicht, warum er unbedingt helfen will. Aber es gefällt mir. Und der arme Nick, er sieht völlig erschöpft aus. Er geht dauernd mit Edeltraut aus. Zum Abendessen, ins Theater, ins Kino, zum Salsa tanzen und zum Karaoke. Oh, und ich bin die Karaoke-Königin! Ich glaube, Sascha mag sie nicht. Who did I go dancing with? Edeltraut? Oh, just the landlady's cousin? Schrauben festziehen? Fast fertig. Anna, du bist ein Genie. Hallo, Sam. Oh, hi, Anna. Was ist los? Ist alles in Ordnung? Ich bin total erschöpft. Was ist passiert? Gestern Abend, Edeltraut und ich. Ja? Ich musste mit Edeltraut... Ja? ...tanzen gehen. Oh. Anna, sie tanzt wie ein Rhinoceros. Hey, Anna, schau mal. Du bist fast fertig mit dem Regal. Ja, nur noch ein bisschen abmessen. Warte, ich helfe dir. Oh. Sorry. Ach, das ist in Ordnung. Sowas passiert, wenn man zusammen arbeitet. Wo waren wir? Also, Metallteile einbauen. Sam! Oh, Sam! Oh, Sam! Hilfe! Versteckt mich! Oh. Edeltraut? Edeltraut. Sascha, bitte rette mich. Warum? Es ist Edeltraut. Ich war einkaufen. Alles, was ich mir geliehen hatte. Nicht schlecht. Aber dann hat mich Edeltraut gesehen. Und ist mir nachgejagt. Oh, da kommt sie. Die Frau ist echt zu viel. Ich weiß, dass du da drin bist, Nick. Sascha? Anna? Ich sagte doch keine Jungs. Soll ich sie loswerden, Nick? Ja, bitte, Sascha. Aber wie? Mir fällt schon was ein. Anna, lass Fräulein Berg herein. Da bist du also, Nick. Endlich habe ich dich gefunden. Und Sam. Super Tänzer. Und Sascha. Ich habe doch gesagt, keine Jungs. Ja, das stimmt. Und vor allem keine Jungs von nebenan. Richtig. Und vor allem. Und vor allem nicht Nick. Schuldschein, Sascha. Der gehört mir. Nick. Oh, Nick. Oh, lass meine Cousine erzählen. Oh, ich fahre nach Hause. Ach, übrigens, Sam, da ist ein Telegramm für dich. Es ist von deinem Vater.
coming to Berlin to meet the Chancellor? My jet arrives at Berlin Tegel at midday. Will phone. Faser. Oh, Sam, ich glaube, du bist viel eher mein Typ. Das glaube ich nicht, Edeltraut. Auf Wiedersehen. Und nicht die Tür zuwerfen. So, die werden wir los. Ja, also, wo waren wir? Nein, wir müssen uns nicht mehr küssen. Was meinst du? Ja, Edeltraut ist weg. Der Trick mit dem Kuss hat funktioniert. Dein Vater hat seinen eigenen Jet und trifft den Bundeskanzler? Ja. Aber Geld ist nicht alles, Schätzchen. Anna, ich kaufe dir ein Regal, das passt. Na, dann messen wir besser mal. Ja. Nick! Was? Ich hatte einen ganz komischen Traum. Ach ja? Ja. Moment mal. Oder war es ein Traum? Sam, dein Traum ist mein Albtraum. Gute Nacht, Sam. Gute Nacht, Nick. Mom, I'm in love. No, not the landlady's cousin. No, not with Mom. It's not wedding bells with her. Mom, no, don't tell Dad, Mom. Come back, Mom. Sind wir unsere Freunde verlassen? Aber wird Nick berühmt? Findet Sascha den Mann ihrer Träume und kehrt Sam nach Amerika zurück? Mit oder ohne Anna?